Herzlich willkommen hier bei KTV und hier beim Pfingstfestival in Nevigis. Was genau bedeutet eigentlich Pfingsten? Ich nehme an, die meisten wissen, dass der Pfingstmontag ein Feiertag ist oder auch, dass die Christen an Pfingsten in ganz besonderer Weise den Heiligen Geist feiern. Aber was hat Pfingsten eigentlich mit meinem Leben ganz konkret als Christ zu tun? Hier in Nevigis hat sich eine Gruppe von Leuten zusammengetan, um ein Pfingstfestival zu organisieren und an diesem Wochenende durchzuführen. Es geht dabei darum, dass man bis zu 400 junger Leute versammelt, um an diesem Wochenende ganz besonders Pfingsten zu feiern und damit den Geburtstag der Kirche. In diesem Film wollen wir Pfingsten neu erklären. Also Pfingsten ist dieser krasse Moment in der Apostelgeschichte, wo diese verängstigten Jünger, die so viel mit Jesus erlebt haben, sie haben ihn begleitet, während er in Israel umhergegangen ist, sie haben ihn sterben sehen, sie haben ihn aber auch auferstehen sehen, sich zurückziehen. Die Jünger sitzen jetzt im Obergemach zusammen mit Maria und beten einfach, weil sie nicht ganz wissen, wie es weitergeht. Sie wissen auch gar nicht, was so richtig passiert ist, wie ihnen geschehen ist. Aber sie vertrauen auf Gott und sie beten und sie harren aus. Tag und Nacht stelle ich mir das vor, ganz in Einheit im Gebet. Und dann passiert etwas Unvorhergesehenes, Ungeplantes. Sie empfangen eine Kraft, einen Geist, eine Veränderung erleben sie alle zusammen, die sie plötzlich voller Mut und voller Freude rausgehen lässt und das Evangelium verkünden. Der Heilige Geist bringt Licht in mein Leben. Er zeigt mir, wo es lang geht. Er ist aber die Brücke auch zu Gott, sodass ich wirklich eine innere Beziehung zu Gott haben kann. Und er schenkt mir Leben. Leben will wachsen, Leben will sich entfalten. All das tut der Heilige Geist. Und er ist unsichtbar. So wie die Luft, die wir atmen, unsichtbar ist. Deshalb ist das manchmal so schwierig. Wir reden hier miteinander. Wir könnten das nicht tun, wenn wir nicht die Luft zum Atmen hätten. Sie ist so selbstverständlich, dass sie uns nicht auffällt. Und so ist der Heilige Geist wirksam, auch in einer Weise, wie wir es nicht wahrnehmen. Das müssen wir auch heute wieder realisieren. Darum geht es auch heute wieder zu begreifen, dass Jesus immer noch nicht tot ist. Ich studiere Theologie in Köln, komme aus einem kleinen Dorf, Langerwehe, zwischen Köln und Aachen, bin 23 Jahre alt und leite hier das Pfingstfest in Nevigis mit. Die Loretto-Gemeinschaft in Salzburg veranstaltet ja schon seit mehr als 20 Jahren Pfingstfeste in Salzburg, die immer größer geworden sind. Und dann mit Corona und dem immer voller werdenden Dom in Salzburg kam die Idee auf, dass man die Pfingstfeste nicht nur in Salzburg, sondern an unterschiedlichen Orten organisieren möchte. Und ich habe mich 2020 in Medjugorje bekehrt, zu einem tiefen Glauben gefunden, Lobpreis kennengelernt und hatte dort total die Sehnsucht, etwas für Leute zu machen, die wie ich zwar die Gemeinde kannten und sonntags Kirchbesuche, aber wir haben nie in der Heiligen Schrift gelesen und auch Gebetsformen wie der Rosenkranz oder die eucharistische Anbetung. Und selbst die Beichte waren kaum vorhanden in unserem Glaubensleben. Und dann durfte ich eine Erfahrung machen in Medjugorje, wo diese Elemente, die ich vorher abschreckend und komisch fand, plötzlich total berührend und ansprechend waren und wurden. Und genau diesen Wandel hätte ich gerne für junge Menschen, dass sie sagen, Rosenkranz und heilige Messe, das ist nichts Langweiliges, das ist nichts zum Aussitzen, sondern das ist wirkliche Gottesbegegnung, das berührt mich, das trägt mich, das gibt mir Leben und Kraft für meinen Alltag. Und da ziehe ich so meine, das ist die Quelle meines Lebens. Ich habe Loretto kennengelernt 2016 über das Pfingstfestival. Habe es damals online verfolgt, weil ich ursprünglich eben aus Duisburg komme, aus dem Ruhrgebiet in Deutschland. Und ich habe mich dann letztes Jahr entschieden, in Nevigis mitzuhelfen, weil es irgendwie meine Heimat ist. Das Ruhrgebiet bzw. Rheinland und Bergisches Land ist hier so ein Ort für viele Regionen, würde ich sagen. Nevigis ist ein Wallfahrtsort, wo schon seit 1640 oder so viele Menschen hinpilgern. Also wir sind so der letzte Zipfel vom Erzbistum Köln
Und es ist schon immer ein Anlaufpunkt gewesen für Menschen aus Düsseldorf oder aus Köln oder aus dem ganzen Ruhrgebiet. Und das ist sehr, sehr besonders, dass es hier gut angelegen ist mit einer Autobahn und einem Bahnhof vor der Tür und trotzdem so viele große Städte um sich herum vereint, die hierhin gepilgert sind und auch an Pfingsten hierhin kommen. Es war natürlich total anders als in Salzburg. Man hat diese Atmosphäre oder auch die Intention von Salzburg natürlich irgendwie wahrgenommen, aber einfach dadurch, dass die Menschen anders sind. Wir haben eine ganz andere Umgebung, andere Location hier mit dem Mariendom. War das eine ganz andere Atmosphäre. Irgendwann wurde diese Kirche auch zu klein, diese schöne barocke Kirche. Und dann wurde in der Nachkriegszeit, in den 60er Jahren hier, diese neue große Kirche, die zweitgrößte Kirche des Erzbistums Kölns, gebaut, im Stil des Brutalismus. Sicherlich für manche Leute etwas herausfordernd oder erstmal abschreckend. Aber ich glaube, besonders für junge Leute, für dieses Pfingstfest, genau das Richtige. Weil die Kirche ist so, wie das Leben und der Glaube von jungen Menschen ist. Brutal, ehrlich, manchmal auch einfach nur eine platte Wand, aber trotzdem irgendwie mit so einem Charme und trotzdem auch mit so einem tiefen Fundament. Und das strahlt diese Kirche einfach aus, dieser Berg von Neviges. Es ist sehr witzig, ich hatte damals mal eine mündliche Prüfung über diesen Dom, also im Studium. Und es ist auch irgendwie total cool, wie das dann gefügt wird. Und die Prüfung ging, muss man sagen, exakt übers Licht, also über die Lichtgestaltung schon, die im Dom vorhanden ist. Ja, Gottfried Böhm, der Architekt, der hat halt sehr viele Symbole auch verwendet. Hauptsymbole eigentlich Stadt- und Zeltcharakter. Also sieht man auch schon von außen den Zeltcharakter. Das bedeutet, dass wir Menschen eigentlich auf einer irdischen Pilgerfahrt sind. Gleichzeitig dann noch der Stadtcharakter, der von außen auch reingeführt wird, also schon von dem Platz. Es gibt den gleichen Bodenbelag oder auch die Laternen, die gehen rein bis vor den Altar. Das bedeutet quasi unser himmlisches Ziel, das himmlische Jerusalem. Kleinigkeiten, die dann auch total durchdacht sind. Zum Beispiel ist die höchste Spitze vom Dom direkt über dem Altar oder direkt vor dem Altar 33 Meter hoch, das Alter von Jesus, als er gestorben ist. Und es ist wirklich im gesamten Prozess total durchdacht, wie kaum eine andere Kirche, die ich bisher kenne. Ja. Ich war noch nie in Salzburg bei einem Pfingstfest dabei, aber ich hatte diesen Geist verstanden und ich hatte Lust und Freude darauf, dass auch hier bei uns in der Region ein Format geschaffen wird, wo Leute zum Glauben kommen können, die eigentlich mit Kirche gar nicht so viel am Hut haben und die vor allem noch keine persönliche Gottesbeziehung erlebt haben. Und dass wir Orte finden, Wege finden, Methoden finden, durch die Musik, durch das Licht, durch die Sprache, die wir sprechen, Menschen zu erreichen, die noch nicht persönlich mit Gott unterwegs sind. In Salzburg läuft das Ding so ziemlich schon über Jahre hinweg und sie sind auch sehr professionell in dem, was sie tun. Und das ist hier am Starten. Und ich merke, die Leute sind so on fire und wollen einfach, dass hier was aufbricht, dass hier Erweckung geschieht. Und das beeindruckt mich sehr und diesen Geist spüre ich hier. Also, dass die Leute wirklich voller Tatendrang, junge Leute, die begeistert sind, die brennen für den Herrn, hier was starten wollen und die Menschen zu Gott führen wollen. Das nehme ich hier sehr stark wahr. Also wenn ich Lobpreis mache, ist etwas, was ich erstens liebe, Musik liebe ich. Und ich kann mich besser und viel mehr ausdrücken durch die Musik und mein Gebet noch viel mehr vertiefen. Ich finde, Lobpreis erreicht so Ebenen, die nur durch dieses verbale Gebet nicht zu erreichen sind. Also ich habe echt den Eindruck, das geht so in die Tiefe. Das ist sehr erstaunlich für mich und das liebe ich sehr am Lobpreis. Was wünschst du dir für die Teilnehmer von Pfingsten? Ich wünsche mir einfach, dass sie eine lebendige Beziehung mit Gott aufbauen können oder vielleicht zum ersten Mal sogar erleben, dass Gott lebt und auch noch wirkt, dass der Heilige Geist lebendig ist und katholische Kirche einfach mehr ist, als man vielleicht bis jetzt kennt. Jesus hat, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, den Heiligen Geist gesandt an seine Jünger, an seine Aposteln,
die bis zur heutigen Generation weitergegeben wird. Und das müssen wir mit Feuer weitergeben. Warum bist du hier im Team dabei? Was motiviert dich? Anderen Leuten einfach die Möglichkeit geben, Pfingsten kennenzulernen. Ich habe selbst schon ein paar Erfahrungen machen dürfen und das anderen zu ermöglichen, deshalb bin ich hier. Okay. Was ist Pfingsten eigentlich? Das Kommen des Heiligen Geistes, würde ich sagen. Der Anlass ist Pfingsten und damit auch der Heilige Geist, der eben dann gefeiert wird an diesem Wochenende. Ein junger Mensch, der sich jetzt wirklich öffnet und sagt, okay, Heiliger Geist, wenn es dich gibt, dann komm in mein Herz. Woran kann er erkennen, dass er jetzt den Heiligen Geist bekommen hat? Zum Beispiel letztes Jahr hier hat ein Junge gesagt, plötzlich ist in mir so unglaublich warm geworden. Ich habe so ein Gefühl gefühlt, irgendwie wie eine wunderbare, schöne, herrliche Wärme, die mich durchströmt. Das ist zum Beispiel so etwas, wo einer sagt, ja, da war was passiert, das war so authentisch. Beim anderen kommen Tränen, beim anderen geht irgendwo etwas, wie eine Last, die einfach wegfällt. Es sind ganz persönliche Erfahrungen. Und wenn jetzt jemand keinen emotionalen Zugang hat, hat er dann den Heiligen Geist nicht bekommen? Gut, also Gott spricht mit vielen Sprachen. Ne? Und es kann auch irgendwo eine Erkenntnis sein, ein Licht. Plötzlich merke ich, das ist alles wahr, das stimmt. Ja? Also es kann auch etwas sein, was mehr so in deinem Inneren passiert, mehr auf der so geistlichen Ebene, aber es ist auch ein Herzensgefühl dabei. Es ist immer etwas, was auch schön ist, was erfahrbar ist. Die Kirche lebt, die Kirche ist jung, der Mariendom ist brechend voll. Wir freuen uns riesig, dass ihr hier seid. Und wir freuen uns, dass wir diesen Moment Pfingsten, die Herabkunft des Heiligen Geistes, den Moment, wo die Apostel mit Maria versammelt waren, hier in Newiges verbringen. Mit Maria und mit einem Nachfolger der Apostel. Und wir sind super, super dankbar. Und die Kirche wird ja häufig schon tot gesagt, aber sie ist nicht tot. Sie ist höchstens eingeschlafen. Sie ist lebendig, wenn ich in eure Gesichter sehe. Und sie erstrahlt und erblüht an so vielen Orten. Hier und auch an unterschiedlichen Pfingst-Locations. Und das ist die Message, die ihr hoffentlich mit nach Hause nehmen könnt und die wir auch ans Erzbistum und an unsere Bischöfe senden müssen. Wir sind hier und wir sehen uns nach Glaube und wir haben Freude an Kirche. Wir hadern, wir kämpfen, aber wir brennen für etwas, weil wir berührt sind. Wenn ich junge Leute singen höre, beten höre, sich freuen hören, ist da der Heilige Geist am Werk. Ja, nicht jede Art ist meine persönliche Frömmigkeit, aber das muss es auch nicht sein. Ja? Also da ist die Kirche vielfältig und es gibt viele Wege. Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt, hat Papst Benedikt immer wieder gesagt. Und das ist eine Weise, die, glaube ich, gerade in dieser Zeit jungen Leuten hilft. Denn viele, die es ernst meinen mit dem Glauben, fühlen sich allein und verlassen. In ihrem Freundeskreis, in ihren Familien, manchmal auch in ihren Pfarreien, sie zusammenzubringen, zu wissen und zu erleben, man ist nicht allein. Das gibt eine gute innere Herzensfreude, die dann auch nochmal hilft, mit Mut in den Alltag zu gehen. Also die Pfingstvigilie ist eigentlich ein sehr katholischer und traditioneller Ritus, dass man vor hohen Festen eben wacht, eine Zeit des Betens und des Wachens hat. Schon am Samstagabend, aber dann eben auch am Sonntag und wir dieses neue Pfingsten hier erleben dürfen. Noch nachdem er auferstanden ist und mit seinen Jüngern ist, bevor er in den Himmel auffährt, kommen die Jünger zu ihm und fragen ihn, wann kommt denn das Reich Gottes? Die haben mit ihm gelebt, die merken, seine Gegenwart ist Himmel. Dieser Mensch ist der Himmel für mich. Und wenn du jetzt weggehst, wie du es uns schon angekündigt hast, wie soll ich das denn aushalten ohne Himmel? Meine Antwort auf deine Sehnsucht nach Himmel ist, dass ich dir den Heiligen Geist schicke. Ja, der Heilige Geist ist uns geschenkt, schon mal durch die Taufe und dann nochmal durch die Firmung intensiviert. Das ist wie eine Glut, die mir ins Herz gelegt ist. Aber diese Glut, die kann auch verdeckt werden, die kann auch zugeschüttet werden. Sie geht nicht aus, aber sie kann auch so zugedeckt werden, dass sie nicht wirksam ist.
Und wenn wir versuchen, den Müll und alles das, was das Wirken des Heiligen Geistes hindert, zu beseitigen, dann kann er richtig wirken. Also, was heißt das? Es geht, wenn wir versuchen, uns ihm zu öffnen, wenn wir versuchen, unser Herz ein wenig für Christus zu öffnen, dann kann der Heilige Geist wirken, dann bekommt er Luft und kann uns durchdringen. Ich muss sagen, ich merke den Heiligen Geist am meisten im Lobpreis. Dieser Friede und so, du fühlst dich geliebt, du denkst einfach nichts, du bist einfach so in der völligen Präsenz Gottes und das ist einfach schön, so, da will man nicht mehr raus dann. Boah, ich freue mich auf jeden Fall am meisten so auf die Lebensübergabe, weil letztes Jahr war so das der Moment, wo ich so bekehrt wurde eigentlich. What? Das ist so mein Moment, deswegen freue ich mich wirklich und ich bin so dankbar, dass ich noch mal hier sein kann und ich reflektiere dann ein bisschen so das ganze Jahr, was passiert ist über diese Zeit und ich bin auf jeden Fall dankbar, nochmal hier zu sein. Darauf freue ich mich schon eigentlich seit einem Monat oder so. Das heißt, du hast letztes Jahr an Pfingsten dein Leben Jesus übergeben? Genau, habe ich. Ich habe da sozusagen wirklich zum ersten Mal den Heiligen Geist mit mir reden hören und dann habe ich auf jeden Fall mehr gebetet, mehr alles und ich denke, da wurde ich bekehrt an dem Moment, ja. Also wir haben an Pfingsten auch den Programmpunkt der Lebensübergabe und das klingt für Fernstehende vielleicht sehr schnell total abschreckend und total wie so in einer Sekte, dass ich da plötzlich meinen Verstand und alles, mein Leben abgebe und jetzt irgendwie nur noch tue, was andere von mir möchten. Darum geht es aber überhaupt nicht. Es geht darum, dass wir in einem Moment einfach Gott besonders uns anvertrauen. Dass wir ihm sagen, Herr, ich möchte mit dir durch mein Leben gehen. So häufig baue ich auf meine eigene Kraft, auf meine Stärken und meine Talente. Aber damit komme ich nur bis zu einem gewissen Punkt. Ich möchte aber weiterkommen. Ich möchte nicht mehr nur mit meinen eigenen Mitteln leben, nicht nur aus mir selbst heraus, sondern ich möchte mit dir unterwegs sein. Jesus ist dein bester Freund. Das ist mein Herzensanliegen. Und diesen Dom hier, die Kirche, die gibt es nur, damit der Einzelne seine Freundschaft mit Christus finden kann. Und diese Freundschaft mit Christus ist eine ganz persönliche, intime Beziehung. Aber alles, was es in der Kirche gibt, dient eben, diese Beziehung zu fördern. Ja, die Lehre der Kirche. Sie will uns zeigen, wer Jesus Christus ist. Es ist kein Fantasieprodukt, nicht etwas, was ich mir selbst ausmale, sondern er hat sich offenbart. Da gibt es die Botschaft, die mir leicht zu Herzen geht und andere, wo ich vielleicht Schwierigkeiten habe, ihr zu folgen. Aber Christus lässt mich auch nicht nur mit einer Botschaft allein, sondern er begleitet mich. Die Sakramente, wirkliche Begegnung mit Jesus Christus in allen Lebenssituationen. Die heilige Eucharistie, dieses wunderbare Geschenk. Ja, Menschen, die einander lieben wollen, zusammen sein. Und wenn sie sich gern haben, dann drücken sie sich, umarmen sie sich. Christus umarmt uns nicht nur, er gibt sich uns zu essen. Das ist unbegreiflich. Wir wollen einen Raum schaffen, auf eine Art und Weise Messe zu feiern, dass sie die Menschen berührt. Und dass sie verstehen, was in der Heiligen Messe passiert, dass auch wenn sie sonntags in ihrer Gemeinde zur Kirche gehen, sie trotzdem wissen, dass es dasselbe ist, weil das Sakrament wirkt, egal was die Umstände sind. Und wenn ich da mal keine Gläubigen habe, dann feiere ich auch allein die Heilige Messe und da ist immer der ganze Himmel mit dabei. Sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat. Und Grüße gehen übrigens raus an Samuel an der Kamera. Samuel, wie geht's dir? Mir geht's richtig gut. Ich genieße es voll, hier mit dir zusammen die Interviews einzufangen und auch das Pfingstfest zu begleiten und zu schauen, was eigentlich Pfingsten für Leute heutzutage bedeutet. Und was motiviert dich hier für KTV diesen Vlog mitzugestalten? Es ist einfach ein Job, wo ich meine Talente einbringen kann und gleichzeitig machen kann, was in meinem Herzen sowieso schon brennt. Und dieses Feuer, das ich habe, mit in die Arbeit zu nehmen, ist heutzutage so selten, dass ich mega dankbar dafür bin. Sehr cool. Danke fürs Gespräch und dann machen wir es mal weiter damit. Yes. Ja, also die Gemeinschaft ist super zentral, um Gott zu begegnen. Also die Kirche ist ja letzten Endes die Gemeinschaft der Gläubigen. Und ohne die Gemeinschaft, ohne das gegenseitige Unterstützen und auch ohne das Kennenlernen von Leuten, die schon eine Erfahrung mit Gott gemacht haben,
kämpft man ja quasi ganz allein. Ohne Gemeinschaft hätte ich bestimmt keine Beziehung zu Gott mehr. Also wir nutzen bei unserem Pfingstfestival auch Zeugnisse, damit einfach junge Leute den jungen Teilnehmern davon erzählen, was sie mit Gott in ihrem Leben schon erlebt haben. Für viele Menschen, vor allem junge Menschen, ist es auch schwierig, sich vorzustellen, wie wirkt Gott eigentlich in mir, was tut Gott? Und da hilft es total, von jemand anderem zu hören, was sie schon mit Gott erlebt haben, wie Gott sie geführt hat, was für Erfahrungen auch man im Glauben machen kann, um auch selbst Lust und Freude daran zu haben, mit Gott unterwegs zu sein und durchs Leben zu gehen. Auf dem Pfingstfestival in Neviges sind wir mit dem Frühstück gestartet. Dann gab es Lobpreis, ein Zeugnis, eine Lebensgeschichte, Heilige Messe und ein Workshop. Was ich an diesem Workshop über das Thema Entscheidung treffen gelernt habe, der ja auch recht relevant ist in unserer Generation, da wir sehr viele Möglichkeiten haben, uns zu entscheiden, ist, dass wir erstmal grundsätzlich unsere Entscheidung an unseren Grundwerten anpassen sollen. Und dann gibt es gar nicht unbedingt gute, richtige, falsche Entscheidungen, sondern eigentlich nur eine Entscheidung und eine bessere Entscheidung. Das hat mir irgendwie den Druck rausgenommen und ich konnte echt praktische Tipps mitnehmen. Ich war heute beim Workshop bei den Kunstsachen. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Man hat viel gelernt, man hat viel gemalt und die Beichte war auch gut. Die hat richtig gut geholfen, also man kann da gerne hingehen. Für mich ist Beichte das Zurückkommen und dieses ohne Angst zurückkommen. In der Beichte wird Vergebung zu einem Erlebnis. Nicht nur ein Wort, sondern ein Erlebnis. Ich spreche dich los und ich kann wirklich alles loslassen. Pfingsten ist der Moment, wo aus diesen verängstigten und eingeschlossenen Jüngern Apostel werden, Gesandte werden. Das heißt Apostel. Leute, die von irgendwas so erfüllt sind, dass sie rausgehen und der ganzen Welt davon erzählen wollen. Und genau diese Dynamik wollen wir auch für die jungen Teilnehmer. Dass sie Freude haben am Glauben, dass sie begeistert sind vom Glauben, dass sie auch den Mut haben, anderen davon zu erzählen und dazu zu stehen. Und diese Aussendung ist wirklich der Moment, wo wir nochmal ganz konkret ins Gebet gehen und sagen, Heiliger Geist, gib uns die Kraft, wenn wir jetzt zurückkommen in den Alltag, in die Familien, ins Studium, dass ich auch da meinen Glauben leben kann. Es ist immer schön, am Wochenende mit anderen jungen Christen zusammen zu sein und irgendwie Gott zu loben und die Musik. Und da hat man auch sehr, sehr schöne Erfahrungen. Aber wir alle kennen es, wenn ich zu Hause alleine bin, keine Freunde habe, die mit mir den Glauben teilen, wie schwierig es dann ist und wie häufig wir dann aufgeben und den Glauben vernachlässigen. Und darum ist dieser Moment so wichtig, wo wir die Teilnehmer nochmal bewusst senden und bewusst den Heiligen Geist bitten, dass er bei uns ist in diesen Momenten. Wenn wir aus dem Gebet heraus in die Welt gehen, dann werden uns Wege geöffnet, die wir vorher nicht entdeckt haben. Negativ ausgedrückt, eine Gemeinde, die nicht betet, wird sterben. Da können wir die tollsten Gebäude haben, die perfektesten pädagogischen Maßnahmen, wird alles nichts nützen. Aber wenn eine Gemeinde betet, dann wächst daraus kleine Begegnungen, wächst daraus der Glaube und die Kirche. Und ich wünsche mir, dass wir diesen Weg gehen, von innen nach außen. Nicht zurückziehen in ein Ghetto. Na, wir sind gesandt in die Welt. Aber dass wir uns um Christus sammeln und von dort aus dann all das tun, was uns aufgetragen ist. Als Vorsatz nehme ich mir, dass ich meinen Freunden von Jesus erzähle und sie auch ein bisschen mehr zu solchen Veranstaltungen bringe. Und das liegt mir sehr am Herzen. Auf jeden Fall den Heiligen Geist verbreiten, das ist sehr wichtig. Und Freude verbreiten, denn das ist einer der Früchte des Heiligen Geistes. Und jetzt sind wir voller Freude, denn der Heilige Geist lebt jetzt in uns. Und das gehen wir weiter. Ich hatte meine Schwierigkeiten mit dem Heiligen Geist seit einigen Jahren mit den übernatürlichen Gaben und ständig dafür zu bitten. Wenn Gott will, bin offen.
Wie haben Sie das so wahrgenommen, die vielen jungen Leute hier zu sehen, wenn ich fragen darf? Das hat mich sehr berührt, total. Das hätte ich mir gewünscht, dass in jeder Kirche so wäre. Das ist richtig lebendiges Glaube, was wir haben, was wir eigentlich überall sein sollte. Was ist dein Eindruck von dieser nächsten Generation? Glaubst du, dass die offen sind, dass es leicht ist, die zu erreichen oder eher schwierig? Wie nimmst du die Gen Z so wahr? Ich glaube, es ist einfacher, sie zu erreichen, als es man vielleicht denkt. Und ich glaube, weil sie sehr offen sind, wenn es authentisch ist. Ich hatte einige Gespräche so an den Tischen auch mit gerade Gen Z Generation. Und wenn man wirklich authentisch spricht über das, was man selber erfahren hat und was Gott für diese Person tun kann im Leben, über die wirklichen Probleme spricht, die sie gerade erleben, dann ist die Botschaft hochaktuell. Und ich glaube, die Generation ist sehr aufnahmefähig für diese Botschaft, wenn sie authentisch ist. Also hohe, abgespacete Theologie kommt nicht weit, glaube ich. Es muss wirklich ins Leben einbrechen, die Botschaft. Aber ich glaube, es ist möglich. Ins Leben einbrechen ist ein gutes Stichwort. Was glaubst du, wie kann Pfingsten für mich in mein Leben einbrechen heute? Indem man Ja sagt. Ja, du darfst, Gott. Ich glaube, dass der beste Ausgangspunkt für einen Durchbruch des Heiligen Geistes ist, die eigene Schwäche anzuerkennen und Gott zu brauchen. Das ist meine eigene Erfahrung. Zu wissen, ich kann nicht und ich akzeptiere, dass ich das nicht kann. Und ich kapituliere. Und da habe ich die größten Durchbrüche erlebt. Wir haben den Traum, dass hier bei dem Pfingstfestival in Neviges junge Menschen berührt werden. Eine Erfahrung von Gott machen, Gott begegnen, seine Liebe spüren dürfen, weil diese Liebe alles verändert. Sie heilt und sie schafft Versöhnung und sie schafft Einheit und auch wieder neue Hoffnung in so aussichtslosen Situationen. Wir wollen Gott die Möglichkeit geben, dass er in unser Leben kommt und uns verwandelt, uns verändert, uns hilft, wo wir gerade Schwierigkeiten haben. Und dann zum Schluss ist natürlich die Hoffnung, dass wir alle rausgehen, mit dieser neuen Kraft, mit dieser neuen Freude und das in die Welt strahlt. Weil wir haben nicht das ganze Jahr Pfingsten gemeinsam hier in Neviges, aber wir haben das ganze Jahr über Gott an unserer Seite. Wir haben das ganze über den Heiligen Geist mit uns und wir dürfen immer den Menschen berichten und von Gott erzählen. Und das ist die Sehnsucht, dass dieses eine Wochenende uns allen hilft, auch in den anderen Phasen des Lebens, den Glauben zu leben und ihn mit Freude zu leben und mit Begeisterung. Die Kirche ist definitiv jung und lebendig, das dürfen wir hier erleben. Viele junge Menschen sind zum Altar geströmt und haben ihr Leben Jesus anvertraut. Entweder zum ersten Mal oder wiederholt dieses Versprechen, diese Lebensübergabe erneuert. Dann wurden wir ausgesendet, weil eine Kirche, die sich nicht als missionarisch versteht, die existiert eigentlich gar nicht. Und mit diesem Eifer, mit diesem missionarischen Eifer wollen wir jetzt wieder in den Alltag gehen. Und ich bin sehr gespannt, was in diesem Jahr bis zum nächsten Pfingstfestival passieren wird. Denn 400 Leute strömen jetzt wieder zurück in ihre Region, sprich ins Ruhrgebiet und in ganz NRW. Und ich habe wirklich Hoffnung bekommen und wünsche mir, dass auch ihr zu Hause wirklich was erleben konntet und dass was rüberkam von dem Heiligen Geist, der hier definitiv spürbar war. So, das war Pfingsten 2024 in Neviges. Es hat begonnen zu regnen, aber eigentlich perfektes Timing, weil der Heilige Geist, der regnet hier in Strömen im wahrsten Sinne des Wortes. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal hier bei KTV.